Du hast so einen Unfall vielleicht auch schon miterlebt. Am Strassenrand beobachtest du, wie ein Velofahrer von einem Auto angefahren wird. Achtung, ins Velo! Die meisten von uns wissen, wie man reagieren muss. Unfallstelle sichern, Notruf absetzen, erste Hilfe leisten. Genauso wie man das halt im Nothelferkurs lernt. Aber was ist, wenn es bei einem Notfall nicht um die körperliche Gesundheit geht, sondern um die psychische, wenn jemand zum Beispiel Panikattacken hat oder sogar Suizidgedanken? Also ich bin in solchen Fällen eher unsicher und ich habe Angst, dass ich vielleicht etwas Falsches sage oder alles sogar noch schlimmer mache. Und so geht es wahrscheinlich vielen von uns. Das Problem hat diese Frau erkannt, Australierin Betty Kitchener. I've realized it's an illness like any other illness and that sort of empowered me to think, yeah, I'm going to get out there and do something about it. Sie weiss aus eigener Erfahrung, was es heisst, mit einer psychischen Erkrankung zu leben. I was someone who's had quite a few episodes of very severe depression. My first episode was when I was 15. I took an overdose. I really have had bad bouts of depression. Das ist Betty mit ihrem Mann Tony Charm vor etwa 20 Jahren. Betty hat damals regelmäßig Nothelferkurs geleitet und ihren Mann ist Professor für psychische Gesundheit gewesen. Tony had been at a meeting with some other academic mental health researchers and someone had just said, oh, what we need is first aid for depression, just like you have first aid for heart attack, etc. Betty und ihren Mann haben das Potenzial sofort erkannt und denkt, warum entwickeln wir nicht einen Mental Health First Aid Kurs? Also quasi einen Nothelferkurs, wo man lernt, wie man jemandem hilft, wo es psychisch nicht gut geht. Das klingt eigentlich recht vielversprechend. Die beiden haben die Idee dann auch tatsächlich umgesetzt. Und heute gibt es den Kurs in über 25 Ländern. Ungefähr 3 Millionen Leute haben ihn schon absolviert. In Mental Health First Aid. I went through some of this training a few weeks ago. Okay, das klingt jetzt alles recht beeindruckend. Aber das Konzept vom traditionellen Nothelfer zu übernehmen für die psychische Gesundheit, funktioniert das wirklich? Ja, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Kurs in diversen Studien unter die Lupe genommen haben. Ihr Fazit, Leute, die Kurs absolvieren, wissen nachher mehr über psychische Gesundheit, sind hilfsbereiter und fühlen sich sicherer zum Betroffenen helfen. Was mich jetzt noch interessiert, wie muss man sich das Ganze wirklich vorstellen? Und weil es den Kurs seit neuestem auch in der Schweiz gibt, bin ich mal reinschauen. Mein erster Eindruck, es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie ein normaler Nothelferkurs. Zuerst kommt Theorie, wo man Krankheitsbilder kennenlernt. Wie erkennt man zum Beispiel, wenn die Gefahr besteht, dass jemand Suizid begeht? Was könnte ein Warnsignal sein? Was hat das Gefühl? Gewisse Sachen hat man da schon gesagt, über Suizid reden, plötzlich sich zurückziehen, Hobbys vernachlässigen, den gewohnten Aktivitäten nicht nachgehen. Und dann lernt man konkrete Massnahmen, die man im Ernstfall ergreifen kann. Zum Beispiel, dass man jemanden ganz direkt darauf anspricht, wenn man vermutet, dass die betroffene Person suizidal ist. Das klingt jetzt vielleicht recht easy, aber spätestens beim Rollenspiel merkt man, dass doch eine gewisse Hemmung vorhanden ist, um jemanden so direkt auf das Thema anzusprechen. Hast du auch Suizidgedanken? Ja. Und man lernt, dass man offen zuhören sollte, ohne zu werten. Und ganz wichtig, dass man auf professionelle Hilfe verweist. Miriam, ich würde dir wirklich sehr gerne helfen. Sollen wir zusammen professionelle Hilfe organisieren für dich? Weil ich mache mir Sorgen um dich. Ich weiß nicht, ob die können helfen können. Ich habe das Gefühl, dass man dir sicher helfen kann. Dass man es sicher würde gerne probieren. Ich hätte ein paar Adressen oder ein paar Telefonnummern, wo wir uns zusammen könnten, an die wenden. Okay, das wirkt in dem Rollenspiel jetzt ein bisschen holprig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich jetzt ein bisschen sicherer fühle, wenn so eine Situation in echt wieder vorkommt. Was man aber nicht vergessen darf, es ist und bleibt ein Erste-Hilfe-Kurs. Das sagt auch Betty Kitchener. Sometimes people think, oh, you know, this is only a 12-hour course, you know, how could this replace going to the psychologist? It's not replacing any mental health professional. It's like regular first aid. It's what members of the public can do. To help that person. Genauso wie man im normalen Nothelfer nicht lernt, einen Knochenbruch zu operieren, tut man in diesem Kurs an niemanden therapieren. Es geht wirklich darum, dass man lernt, psychische Probleme rechtzeitig zu erkennen und richtig zu reagieren. Und eben da liegt auch die grosse Herausforderung. Wenn jemand einen Arm gebrochen hat, merkt man das relativ schnell. With mental illness, it isn't
quite that easy. It is quite different, and mainly because around that stigma, people are very hesitant to call for help or to talk about it. Genau da kann so ein Kurs sicher ansetzen. Man versucht, Menschen für psychische Probleme zu sensibilisieren. Und wenn man nur schon rechtzeitig erkennt, dass jemand professionelle Hilfe braucht, dann ist das unter Umständen sehr viel wert.